Hallo zurück im Küchengarten. Es ist traumhaftes Wetter. Wir haben Mitte März. Man könnte meinen, es geht los mit dem Frühling, aber das ist, glaube ich, nur so ein sogenannter Narrenfrühling. Also es wird sicher noch einmal kalt, denn hier bei uns in der Ostschweiz sind die letzten Frosttage voraussichtlich Mitte Mai. Aber die nächste Woche sollen wir in der Nacht an die 7 Grad haben und tagsüber bis zu 20 Grad. Zumindest eine gute Zeit, um schon einiges weiterzubekommen. Und es gibt auch einiges, was man jetzt im Freien schon pflanzen kann. In diesem Video heute geht es um Frühkartoffeln. Ich habe mir ein Set von speziellen Raritäten bestellt. Die nennt sich Urgroßvaters Beste. Und da war eine sehr frühe Kartoffelsorte dabei. Das sind die sogenannten 6-Wochen-Kartoffeln. Die haben eine sehr kurze Kulturzeit, nur zwischen 90 und 110 Tagen, sind fest bis mehlig kochend und wenn man sich ein bisschen um sie kümmert, also bei möglicher Frostgefahr mit einem Vlies abdeckt, dann kann man diese frühen Kartoffeln jetzt auch schon in die Erde bringen. Ich habe hier im Garten diese alte Zinnbadewanne stehen, die habe ich von einem guten Freund geschenkt bekommen. Da habe ich in der Unterseite Löcher hineingebohrt. Sie steht auch leicht schräg, damit das Wasser, was durch den Regen oder durchs Gießen sich hier ansammelt, nach hinten hin abrinnen kann. Unten drunter haben wir ein kleines Kiesbeet gemacht, damit das Wasser das Überschüssige gut versickern kann. Und ich denke, gerade jetzt hier für den frühen Kartoffelanbau ist das eine super Sache, weil sie steht an einem vollsonnigen Standort, ohne Bäume oben drüber, die die Wanne beschatten könnten. Und der Zinn erwärmt sich ja sehr gut in der Sonne. Das heißt, auch die Erde ist hier schon schön warm. Und es wird auch sehr einfach sein, hier einfach ein Schutzvlies drüber zu werfen, falls es doch noch mal Frost geben sollte. Wie ihr hier ganz gut sehen könnt, ist ja auch hier die Erde in dieser Zinnbadewanne recht abgefallen. Ich habe zwar im Herbst eine Ladung Kompost als Mulch eingearbeitet, aber es ist trotzdem weiter abgesackt. Das heißt, das ist eigentlich ideal für die Heumethode, die Heukartoffelpflanzmethode, die ich hier versuchen möchte. Durch den Kompost ist ja schon einiges an Nährstoffen drinnen. Aber da Kartoffelstarkzehrer sind, werde ich hier zusätzlich noch Hornmehl einarbeiten. Warum Hornmehl und nicht Hornspäne? Das Hornmehl ist viel feiner als die Hornspäne. Das sind doch recht große Stückchen. Die haben zwar einen Langzeitdüngeeffekt, aber hier drinnen, da die Kartoffeln nur so kurz drinnen bleiben, möchte ich die Nährstoffe doch recht bald verfügbar haben. Bei der Hornspäne braucht es eine gewisse Zeit, bis die Mikroorganismen im Boden diese aufgespalten haben, sodass sie für die Pflanze, in dem Fall die Kartoffel, verfügbar sind. Und beim Hornmehl geht das aufgrund dieses feinen Zustandes viel schneller. Das heißt, hier werde ich einfach etwas Hornmehl ausbringen. Und jetzt das Ganze auch noch leicht unterhacken. Kartoffeln sind ja ansonsten eine sehr genügsame Kultur. Viele Leute verwenden sie auch als Vorbereitungskultur des sonst ungenutzten Bodens. Das heißt, diese Heumethode kann man auch wunderbar einfach auf einem Stück Rasen machen. Da muss man gar nichts umgraben oder umackern. Man kann die Kartoffeln einfach auf das Stück Rasen drauflegen und dann mit einer dicken Schicht Heu oder Stroh oder Kleintiereinstreu abdecken. Ich hier in meinem kleinen Hausgarten kann natürlich nicht in so großem Ausmaß denken und handeln. Ich möchte das so machen, dass ich über den Sommer hinweg mit Start jetzt, Mitte März, Kartoffel regelmäßig zur Verfügung habe. Das heißt,
Ich habe mir verschiedene Sorten bestellt mit verschiedenen Reifezeiten. Und der Plan für dieses Jahr ist, meine Kartoffeln in Töpfen, in Kübeln oder so wie hier in dieser großen Badewanne anzubauen und dann immer gestaffelt die Sorten mit der unterschiedlichen Reifezeit in den Boden zu bekommen, sodass wir die Kartoffeln quasi vor dem Mittagessen, vor dem Abendessen frisch aus dem Pflanzkübel ernten können und dann gleich in der Küche haben. Und natürlich sehe ich mich nicht als ein Kartoffelbauer an. Das ist hier alles nur für den Eigenbedarf. Deswegen habe ich mich hier in dieser Wanne für die Heumethode entschieden. Die geht leicht, schnell, ist mit wenig Arbeit verbunden. Und ich bin gespannt, ob ich auch so gute Erträge bekomme, wie ich das in den ganzen Videos schon gesehen habe. Kartoffeln kann man auf der Fensterbank vorkeimen lassen. Ihr stellt sie einfach an einen kühlen, sonnigen Ort und besprüht sie ab und zu mit Wasser. Und hier könnt ihr das vielleicht schon sehen. Sie fangen dann an, hier diese Triebe zu bilden. Ich habe das jetzt bei dieser Sorte sehr kurz gemacht, aber da das Wetter jetzt gerade so schön geworden ist, möchte ich sie jetzt mit diesem minimalen Vorkeimen in den Boden bringen. Ihr müsst sie auch gar nicht vorkeimen lassen. Funktioniert alles. Das Vorgekeimte verkürzt nur etwas die Reifezeit. Die Triebe sollten kurz und grün und stark sein. Wenn sie zu lang und eher hell sind, dann ist das ein Zeichen von Lichtmangel und da ist auch die Gefahr, dass sie dann leichter abbrechen und nicht so widerstandsfähig sind. Dann vielleicht am besten nicht vorkeimen lassen. Hier in dieser Badewanne werde ich eine Reihe in der Mitte setzen oder stecken, sagt man bei Kartoffeln ja. Ich habe hier 6 Kartoffeln von dieser 6-Wochen-Kartoffel und Abstand sagt man circa eine Fußlänge. Das heißt, das sollte sich hier bei dieser Badewanne schön ausgehen. Ich habe mich soeben umentschieden. Ich werde sie hier oben leicht versetzt, weil die Badewanne hier breiter ist. Weil sonst hätte ich jetzt meine 6 Kartoffeln nicht reinbekommen. Aber wenn ich sie hier so diagonal anpflanze, kann ich hier diese 3 enger machen und sie sollten sich die Nährstoffe nicht stehlen. Und sobald die Badewanne hier unten schmäler wird, setze ich sie wieder in der Linie. Genau. Hier am Rand könnt ihr sehen, hat sich eine Königskerze wild ausgesät. Die darf da bleiben. Die ist ein herrlicher Bienenmagnet, Bienen- und Hummelmagnet. Freue ich mich jedes Mal, wenn sich eine Pflanze neu in meinem Garten irgendwo zeigt. So, und hier habe ich jetzt einen Haufen Heu. Großteils ist das altes Heu, das ich zum Abmulchen meiner Beete im Winter verwendet habe, was ich jetzt abgeräumt habe. Wie gesagt, man kann aber auch Kleintiereinstreu von Meerschweinchen, Hasen oder von unseren Degus verwenden. Enteneinstreu funktioniert auch wunderbar, nur bei Hühnermist müsst ihr aufpassen. Der ist nämlich sehr scharf, den solltet ihr mindestens 12 bis 18 Monate ablagern lassen und auch dann könnt ihr ihn auch zum Mulchen eurer Kartoffeln verwenden. Warum decke ich jetzt meine Kartoffeln überhaupt ab? Erstens, um die Feuchtigkeit zu halten und zweitens, damit sie es dunkel haben, denn Kartoffeln betreiben Photosynthese und ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, wenn sie nicht gut abgedeckt werden, dann werden sie so grün. Eine schöne dichte Schicht Heu, deswegen war ich eben so froh, dass die Erde hier wieder abgesunken ist. Möglichst locker und fluffig. Das reicht gerade wunderbar. Gründlich abdecken. Zu guter Letzt gieße ich das Ganze noch gut an. Einerseits damit das Heu oder Stroh, in meinem Fall Heu, etwas nass wird und nicht so leicht wegluftet. Und andererseits, der Boden war doch etwas trocken. Und so haben es die Kartoffeln da drinnen gleich mal mollig, warm und feucht. Jetzt scheint wunderbar die Sonne obendrauf. Dann kommt noch eine Beschriftung hinein mit dem Datum.
damit ich immer weiß, wann ich sie ernten kann. So, meine frühen Kartoffeln sind unter Heu. Schön, dass ihr mich heute wieder begleitet habt. Vielleicht wollt ihr das ja auch ausprobieren. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es damit weitergeht. Das ist ja nicht mehr so lange. Ich hoffe, meine Ernte fällt gut aus. Ich freue mich drauf. Jetzt genieße ich hier im Garten noch ein bisschen die Sonne. Ich habe noch einiges im Küchengarten zu tun. Ich wünsche euch, dass ihr auch hinaus könnt, die Sonne genießen. Und freue mich sehr, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!